Schön, Thomas Bühner aus dem Lawin Osnabrück. Zum wievielten Mal bist du hier? Erste Mal. Und freust dich, oder? Wie ein Schneekönig. Unglaubliche 12 Monate gehabt. 3 Sterne letztes Jahr. Ja. Und jetzt auch noch die Einladung hierher. Was soll alles noch kommen? Kann so weitergehen. Ja. Ich weiß ja nicht, was kommt, aber kann so weitergehen. Ja. Sag mal ganz kurz für die, die dich vielleicht noch nicht kennen, was ist das Besondere an deiner Küche und an deinem Restaurant? Oh, in einem Satz? Das ja? Ist ganz schwer. Also das ist ein USP, muss in einem Satz raus. Dass wir sehr aromenstarke Sachen haben, dass der Eigengeschmack immer im Vordergrund steht, dass wir zwar sehr, sehr viele Komponenten auf dem Teller haben, die sich aber ausgezeichnet ergänzen. Dass es häufig eine Deklination von einem Produkt ist, dass wir uns ganz genau anschauen und dann auch für unterschiedliche Teile des Blumenkohls oder Kohlrabi oder sonst irgendetwas ganz unterschiedliche Zubereitungen wählen, um da jedem Stückchen den besten Geschmack zu geben. Es war mehr als ein Satz, aber hat es gut zusammengefasst. Jetzt drücken wir dir ganz fest die Daumen, dass das eine tolle Platzierung heute Abend wird. Aber nichtsdestotrotz, dabei sein ist ja heute schon alles, oder? Das stimmt. Und wir hören uns nachher nochmal. Toi, toi, toi. Danke. Thomas Dorfer aus Österreich, erstmal herzlichen Glückwunsch, dass du überhaupt hier bist. Sag vielleicht 2 Sätze zu deinem Restaurant, was das Restaurant auszeichnet und deine Küche. Also das Restaurant Landhaus Backer, Restaurant in Österreich mitten in der Wachau, auszeichnet eigentlich eine Küche aus, die eine sehr moderne österreichische Küche präsentiert. Das heißt, sehr regionale Zutaten, aber auch mit ein bisschen Avantgarde vermischt und wir machen eine sehr individuelle Küche daraus. Zum wievielten Mal bist du schon hier in London? Heute das erste Mal. Also okay, super. Wir sind sehr stolz darauf. Und weißt natürlich nicht, wo du platziert bist? Ganz und gar nicht. Also wir sind immer stolz, dass wir hier sind ja. Und genießen einmal so die Leute und man kennt ja auch sehr viele von den Kollegen, die hier sind. Und wir freuen uns drauf. Wir haben gerade ein Gruppenbild gemacht mit den Deutschsprachigen. Es werden immer mehr. Es ist echt schön, dass diese Region gerade gestärkt wird. Wir drücken dir ganz fest die Daumen, dass heute eine tolle Platzierung mal rauskommt und wünschen dir einen wundervollen Abend. Vielen Dank. Danke. Bis dahin. Natürlich auch Deutschland ist Nummer 1 da. Wir freuen uns sehr. Sie sich wahrscheinlich auch, oder? Zweifelsohne. Ja. Zweifelsohne. Sie wissen natürlich noch gar nicht, wohin es geht. Überhaupt nicht. Irgendwelche Einschätzungen oder sonst was? Nein, aber ich bin jetzt da nicht so euphorisch. Ich denke, wir werden uns vielleicht ein bisschen verbessern oder da sein, wo wir letztes Jahr auch waren. Und das ist doch für uns schön. Was natürlich toll ist oder eine tolle Entwicklung ist, es sind immer mehr deutschsprachige Chefs hier. Wir haben gerade das Gruppenbild gemacht, es waren wesentlich mehr als vor 2 Jahren. Worauf führen Sie das zurück? Ja, dass wir vielleicht endlich wahrgenommen werden in der Welt und dass man erkennt, dass Deutschland in den letzten Jahren eine unglaubliche Entwicklung durchgemacht hat und dass sich jetzt halt auch im Ausland und international bekannt wird. Sie sagten letztes Mal auch im Interview, dass diese Awards schon sehr, sehr wichtig sind für Sie, beziehungsweise fürs Restaurant. Mhm. Konnte man das letzte Jahr beobachten, auch aufgrund des Feedbacks der Gäste, dass es noch wichtiger geworden ist oder hat es einfach denselben Stellenwert behalten? Der Stellenwert ist einfach der, weil man, wie gesagt, auch das internationale Publikum damit erreicht. Ja? Und es wird von der Presse national auch sehr gut aufgearbeitet und das sind 2 Faktoren, die sind für uns schon sehr wichtig, klar, weil wir können uns das nicht erlauben, jetzt eine Zielgruppe nicht anzusprechen, sondern wir sind darauf eigentlich angewiesen, überall, wo wir die Möglichkeit bekommen, dass man uns wahrnimmt, das dann natürlich auch zu zeigen. Wen haben Sie dabei? Wenn ich dabei habe, ja, ich habe meinen Restaurantleiter dabei, so wie immer, den Herrn Calero, ist doch wunderbar. Klar. Wir drücken ganz fest die Daumen für heute Abend und wir sprechen uns nachher noch. Gut. Danke. Wir haben auch das Steirereck mit Herrn Reitbauer hier an der Guildhall. Sie freuen sich natürlich sehr, platziert zu sein, oder? Na klar. Selbstverständlich. Auch wenn es immer ein harter Fight mit den Deutschen ist, oder? Um die Plätze. Also für uns ist das dabei, sind alles, es freut uns wahnsinnig, dass wir hier sind. Und ich glaube, das geht eigentlich jedem so. Ja, alles andere ist wirklich nebensächlich. Es laufen auch noch keine Wetten oder so. Nein. Könnte teuer werden. Das wievielte Mal sind Sie schon hier? Wir dürfen das 4. Mal da sein. Und auch das 4. Mal demnach platziert oder waren Sie vielleicht das eine oder andere Mal gar wir nicht anders? Wir sind das 4. Mal. Also wenn das heuer so ist, wie wir uns erhoffen, dass wir das 4. Mal platziert. Und letztes Jahr war es Platz? 22, glaube ich. Ja. Wir drücken ganz fest die Daumen, dass das dieses Jahr vielleicht noch ein Stück nach vorne geht. Wir sehen es jetzt vorhin, wie so ist. Wir haben vorhin ein Gruppenbild gemacht mit allen deutschsprachigen Chefs und es zeigt sich tatsächlich, dass die Gruppe größer wird. Womit erklären Sie sich das? Ja, ich glaube, das betrifft natürlich in erster Linie mehrere Geschichten.
Aber die Präzision, die deutsche Küche hat, die fruchtet jetzt. Man nimmt sie international wahr. Es gibt, glaube ich, kaum eine Küche, die auf diesem hohen, perfekten Level konstant arbeitet, also sehr breit aufgestellt ist. Und ja, Legerheitsfaktor noch ein bisschen dazu. Das ist eine schöne Umschreibung für das Ganze, ja. Und was uns ja, sicherlich auch ein bisschen die ganzen Produzenten, die in unseren Ländern auch eine Qualitätsoffensive betreiben. Ja. Und wir leben in einem sehr biologisch und organisch geführten Land. Auch das dürfte fruchten für uns. Das hilft uns, Gäste in unser Land zu bringen. Hervorragende Basis, um noch weiter nach vorne zu kommen, um vielleicht international auch noch stärker zu realisieren. Wir drücken, wie schon gesagt, ganz fest die Daumen und vielleicht sprechen wir uns nachher noch kurz. Herzlichen Danke. Herr Elberfeld aus dem Aqua in Wolfsburg. Svenny, schön, dass du da bist. Zum wievielten Mal bist du hier in London? Zum dritten Mal darf ich hier sein. Und zum dritten Mal auch platziert demnach? Ich hoffe doch. Okay. Ich schätze doch. Letztes Jahr hast du mit welchem Platz abgeschlossen? 25. Okay. Und Hoffnung natürlich, dass es vielleicht ein paar Plätze nach vorne geht? Ja, wird sich jeder darüber freuen. Aber ich meine, ich finde es toll, einfach wieder hier zu sein, einfach wieder dabei zu sein. Und schön, ja, durchaus auch ein paar Kollegen vor Ort. Ja. Genau. Kontakte zu knüpfen. Und das ist schon sehr wichtig auch, wenn man damit rechnet, dass eben, oder wenn man die Erfahrung gemacht hat, dass viele Gäste auch darauf aufmerksam gemacht werden und unser Restaurant besuchen. Eine Frage, die ich auch zwei, drei anderen schon gestellt habe. Es gibt mehr deutschsprachige Chefs hier vor Ort als in den Jahren zuvor. Worauf führst du das zurück? Ja, ich glaube, dass vielleicht die anderen mal wach werden, um dann zu schauen, was eigentlich in Deutschland, Österreich und der Schweiz überhaupt passiert. Weil sich die Küche überhaupt nicht... Gerade auch in Deutschland, ich muss ganz ehrlich sagen, eigentlich... ja, es sind gewisse Dinge, die ich eigentlich trotzdem schade finde. Wir haben jetzt hier ein österreichisches Fernsehteam, wir haben ein Schweizer Fernsehteam, aus den anderen Ländern sind Fernsehteams da. Es ist nur kein deutsches da. Aber die Sternefresser sind doch da. Ja, ich kann es immer nicht nachvollziehen. Das ist schade, ja. Und da müsste, glaube ich, Deutschland noch ein bisschen, auch die deutsche Gastronomie, die Spitzengastronomie ein bisschen unterstützen. Sollen wir mal einen bösen Brief schreiben. Aber wichtiger Punkt auf jeden Fall, vielleicht kann man das für nächstes Jahr mal ins Auge fassen. Und ein paar Sender darauf aufmerksam machen. Man muss das Ganze einfach auch sachlich angehen. Ich meine, ich glaube schon, dass Deutschland sich weltweit nicht verstecken muss, was Deutschland zu bieten hat gastronomisch. Und gerade in der Spitze oben tut sich sehr viel. Und ich glaube, ja, wir könnten noch ein paar mehr internationale Gäste gebrauchen. Oder auf jeden Fall werden die Mitglieder auch begeistert. Wir drücken dir ganz fest die Daumen, dass eine bessere Platzierung noch als letztes Jahr rauskommt. Eine kurze Frage noch, du siehst wieder echt gut aus heute. Was hast du an? Klamotten. Bis später, Sven. Andrea, schön, dass wir uns seit letztem oder dieses Jahr zum zweiten Mal sehen. Wir haben uns letztes Jahr schon getroffen. Ja. Wie häufig warst du schon hier? Das ist jetzt mein drittes Mal. Ah ja, okay. Und immer weiter aufgestiegen, oder? Immer weiter aufgestiegen. Also jetzt kann es eigentlich nur noch abwärts gehen. Nein, wir sind das erste Mal als Highest New Entry Award gekürt worden. Da sind wir auf Platz 30 angestiegen und letztes Jahr sind wir auf Platz 23 runtergekommen. Wir sind froh, wenn wir noch drauf sind und wenn wir die Platzierung halten können. Aber es ist jetzt hier schwer vorhersagbar auch, oder? Ja. Ja, was macht deine Küche aus? Was ist das Besondere an deinem Restaurant? Das Besondere im Restaurant. Bist du überfragt, oder? Nein. Ich glaube, es ist das gesamte Leben, glaube ich. Also das ist das, was mir sehr am Herzen liegt. Dieses, nicht nur das Essen alleine, sondern wirklich das Haus zu überleben und die ganze Gastfreundschaft und auch diese Detailpflege, sei das auf den Zimmern, in den Räumen oder auch beim Essen, wirklich, dass man das einfach auch spürt. Und ich glaube, das. Wir sind sehr gespannt. Wir haben gerade darüber gesprochen. Wir sind hoffentlich dann im Juni bei euch, können uns davon überzeugen und dann kann das sicherlich auch unsere Leserschaft dann. Genau. Ganz genau. Ja. Also wir drücken dir die Daumen für heute Abend. Dankeschön. Und sprechen sicherlich später nochmal. Ja, danke dir. Danke. Nice to see you again in London here. You arrived today or several days ago? No, yesterday. Yesterday? With all the family. Oh, okay. Yes, they are all here. But they are not here, but the kids are in the hotel. Yeah. And we make a nice trip of it. Fantastic. So, how many time are you here in London for the awards? I mean, this is the third or the fourth time. And you're looking forward to a better place than last year? Yeah, I hope so. Yeah. Because when was it? What was it last year? 46. 46. Yes. So any estimations? No. We can't go to 50. So I hope we go to 38, 39. And then after that, we see. But behind the Germans, of course. Always. And like in soccer. No.
this, the Germans get me tonight, and we get them after one in June. I see, yeah. You hope so. Johnny, we are looking forward to see you inside. And